Ödland. In unserer heutigen Folge Atomkraft für den Frieden. Wenn Sie den Komfort und die Sicherheit Ihres Worts verlassen, ist die Ihnen bekannte Welt nicht mehr. Zum Beispiel Ihr freundlicher Nachbar Johnny. Früher hätte er vielleicht um eine Tasse Zucker gebeten. Jetzt will er vielleicht Ihren Tod. Im schlimmsten Fall ist er dabei nicht allein. Es kann passieren, dass Ihre üblichen Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichen. Es ist also an der Zeit, für den eigenen Schutz aufzurüsten. Nuklear aufzurüsten. Ganz richtig. Dank Uncle Sam finden Sie diese Wunder des Atomzeitalters praktisch in Ihrem Garten. Aber wie kommt jemand wie Sie an Ihre Startcodes? Fragen Sie sich? Machen Sie sich zunächst mit den hiesigen Bewohnern vertraut. Arbeiten Sie zusammen. Auch wenn Sie dazu etwas rabiat vorgehen müssen. Sie werden alleine wahrscheinlich keinen vollständigen Raketencode finden. Lassen Sie den Kopf nicht hängen. Wie heißt das alte Sprichwort? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Suchen Sie nach anderen, die einen Groll hegen. Und Sie werden in 0,0 diesen Code haben. Gehen Sie mit der Macht des Atoms in Ihren Händen verantwortungsbewusst um und wählen Sie Ihre Ziele weise. Wird Ihre Bombe auf einem Lager rivalisierender Schwachköpfe landen? Auf einem Fremden? Dem hiesigen Tierbestand? Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Was auch immer Ihr Ziel sein wird, nutzen Sie den sich daraus ergebenden Fallout zu Ihrem Vorteil, um seltene und wertvolle Ressourcen zu sammeln. Doch diese Belohnungen kommen nicht ohne Risiko. Seien Sie auf der Hut vor ungewöhnlichen Dingen in Ihrer Umgebung. Dies sind die Vorteile davon, Atomkraft für den Frieden einzusetzen. Sie sind nun im verantwortungsvollen Umgang mit Atomwaffen geschult. Als auserwählter Bewohner von Vault 76 ist es Ihre Pflicht, sich einmal im Jahr mit den Vault-Tec-Lehrfilmen darauf vorzubereiten, wenn es heißt, betreten Sie das Ödland.